Der liebe Phil Laude hat nämlich auch ein Video hochgeladen. Und zwar Allmann beim Fernsehen. Letzte Woche kam ja Allmann beim Zocken. Klar, die müssen jetzt aufgrund der Quarantäne natürlich gucken, wie sie Videos drehen. Dürfen sie nicht mehr draußen aufhalten, mehreren Personen in der Öffentlichkeit. Deswegen machen sie das alles zu Hause, wahrscheinlich privat dann zu Hause und nehmen die Folgen auf. Das darf man ja auch gewerblich, da muss ich ja auch mit mehreren Personen treffen, sage ich jetzt mal. Und um das zu minimieren, sind sie halt drin im Wohnzimmer und überlegen sich halt so Formate aus. Finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. Ich bin gespannt, einmal beim Fernsehen, vor allem, ja klar, Allmanns Fernsehen noch. Okay, kann ich verstehen noch, ja, passt. Statt wieder 40 Euronen im Kino auszugeben, gibt es bei mir Home Cinema auf Budget. Ja, Na, für Budget, knappe 3,50. Walla Ehrenmann, der Frankie. Ja, alles auf dich heute, oder was? Nee, jetzt wollte er sich hier gerade noch das Geld anfordern. Ja, auf dich nicht. Killer! Ja, na klar, ist alles. Killer, auf Ja, dich! beantfordern? Auf mich, ja. Ja, gib Kurven, Anfordern, das Bruder. geht. Was heißt denn hier anfordern? Also kannst du dann. Muss er sein PayPal eingeben? Dass er, oder wie funktioniert das dann? Über NFC anfordern, zack, oder wie? Ja, jetzt erstmal viel Spaß mit der Tagesschau. Tagesschau! Oh, wirklich, diese Melodie höre ich immer pünktlich um 8. Hier oben, irgendjemand guckt jeden Tag Tagesschau. Wirklich, ist das jeden Tag? Ja, jeden Tag. Immer um 8 Uhr höre ich immer. Jedes Mal. Ja. Tagesschau ist immer gut. Allmann beim Fernsehen. So, Dennis, worauf hast du Lust? Rosamunde Pilcher, Traumschiff oder noch eine Hitler-Doku auf NTV? Was für Hitler, Alter? Geh auf RTL 2, guck, was da kommt. Oh, RTL 2. nee. Ja, das Nee. kannst du auch bei dir im Viertel haben. Ja, du hast ein bisschen Oh. Kultur. Oh. Warte. Ey, ich find's so krass, wie die Allmann-Formate immer mehr zum Rassisten ummutieren, zum leichten Rassisten, sag ich jetzt mal. Was ja nicht so krass, aber trotzdem schon ein bisschen so. Okay. Auf was? Naja, lieber auf Koks. Du wischst dir auch mit Picasso den Arsch ab, oder? Ey, oh, gib mal her, lass mal was streamen, Alter. Ja, können wir machen. Ich habe alles da. Netflix and Chill. Amazon Prime, Loch ein. Sky, steck ihn nein. Oder Disney Plus Coitus. Die Sprüche sind gut. Disney Plus Coitus. Das ist nice. Das ist nice. Ich meine, Disney Plus habe ich mir auch geholt. Das ist Disney Plus Coitus. Kenn ich doch nicht. Die anderen sind wack. Die anderen Sprüche sind wack. Amazon Prime dann noch ein. Nee, ist wack. Aber Amazon Disney Plus Coitus finde ich geil. Finde ich kreativ. Digga, Alter, gib mal her, lass mir irgendwas mit Drog gucken, Bruder. Ja, so einen hochgemästeten Zuchtbullen, den habe ich auch bei Holger auf dem Hof. Ja, dann lass Fast and the Furious gucken. Autobahnraser habe ich auf der A3. Bruder, dann lass Friday gucken, Alter, hier. Ich weiß nicht mal, worum es darin geht. Ja, ich merke schon, bevor wir hier eine Auswahl getroffen haben, ist der Berliner Flughafen fertig und du bist eingebürgert. Digga, Alter, ich habe einen deutschen Pass immer noch. Ja. Mal her. Ah, guck mal, Transformers, die geile Sau, diese Kaffee da, Alter. Das ist doch was gut. Ja, diese Kachbar, ja, Megan Fox, ja. Oder kommt drauf, welchen Teil man sieht. Ne? Ich glaube, in den ersten drei ist Megan Fox und dann ab vier habe ich gar nicht mehr gesehen, weil dann wurde es komplett weird, die Story. Dann irgendwann der Typ auch nicht mitgespielt, der Shia LaBeouf war irgendwann auch nicht mehr dabei. Also da habe ich aufgehört. Als Shia LaBeouf nicht mehr dabei war, war ich auch raus. Rob, hi. Gutes. Ja, da kommt dein Suchung wieder ganz auf ihre Kosten. Apropos Kosten, das ist mein Netflix-Account, also suche ich aus. Digga, ich habe auch Netflix. Ja, weil du meinen Account mitnutzt. Die 4,85 auf PayPal werden langsam wieder fällig, Sportsfreund. Und außerdem hör auf, mein Profil zu benutzen die ganze Zeit. Mein Algorithmus ist völlig verwirrt. Das war ich gar nicht. Empfehlung für Frank Stimpel, das Osmanische Reich. Aber mein Bruder und ich teilen uns auch den Account. Und bisher fällt mir es nicht so auf, dass. Ich glaube, ich speise seinen Account am meisten. Ich glaube, er guckt am weniger über Netflix. Deswegen, ich glaube, ich muss eher immer drunter leiden, wenn ich irgendwelche Sachen schaue. Ab und zu sehe ich was ich interessant finde sogar. Also im Grunde, ich habe echt ziemlich ähnlichen Seriengeschmack, muss ich dazu sagen, ja. Also da kommen mir echt selten in die Haare. Chiaki, genau, hi. Chiakiatria. Keine Ahnung, hi. Ja, mein Opa zieht sich das nicht durch sein Glasauge rein. Nein, ich suche aus. Digga, gib mehr, mach diese Faxen nicht mit Mach mir. du jetzt keine Faxen. Ich hab's. Wie sich streiten wie kleine Bollywood. Kinder. Orientalische Musik, große Emotionen und die ganze Zeit tanzen. Lululu, deine Kultur. Digga, das kommt aus Indien. Ich bin Türke, Mann, Türke. Türkisch für Anfänger. Lass doch einen Ah. deutschen Film gucken. Der Untergang. Wir können auch einen orientalischen Film gucken. Ariel und die 72 Meerjungfrauen. Aladdin auf dem Filzmöbelgleiter. Dennis, hör mal richtig gut. Richtiger Schenkelklopfer, ich bin stolz auf dich. Und ich habe eine Idee. Inception. Packender Thriller, spannende Dialoge und für dich explodiert sogar was. Inception ist Ja, gut. gut, dann baller mal Ja, rein, ja? Ist gut. Moment, Moment.
2015. Meinst du das ernst? Tatort! Ach nee, die haben Sonntag, die gucken Sonntag zusammen Film. Tatort. Tatort. Ach stimmt, heute ist das 20.04., ne? Ja, Glückwunsch, Leute. Ja. Fröhlichen 20. April, Leute. Ich glaube, er ist Inception Skyler. Ich glaube, ja, er ist der Mörder. Das bin ich bei Miraculous immer. Ich glaube, er wird akkommodisiert. Genauso bin ich dann immer. Zuschauen, wenn irgendjemand von euch das Video wirklich auf dem Fernseher geschaut hat, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Hier gibt es ein Video von Valulis, der kommt auch aus dem Fernsehen. Und hier könnt ihr euch das nächste Alman-Video anschauen. Vielen Dank an Dennis für aus. Die tollen TV-Tipps. Ich danke dir für das Wochenende. Netflix and Chill. Und yo, wir sehen uns nächsten Sonntag um 11, Sportsfreunde. Abonniert den Kanal und liked das Video nicht vergessen. Ciao. Tschüssli Müsli. Tschüssli Müsli. So, klar. Dennis. Ja, das war einmal beim Fernsehen. Fand ich wieder cool gemacht. Auch diesmal fand ich es ein bisschen ausgewogener. Diesmal hat er auch ein bisschen Konter gegeben. Also nicht nur rassistische Jokes mit eingebaut, sondern auch ein bisschen Ausgleich da. Fand ich auf jeden Fall wieder gut. Also war wieder ein stabiles, viel lauter Video, wie man es kennt. Ne? Auch hier perfekt. Habe ich jetzt erst hier mit den Schuhen, in weißen Socken und einem Birkenstock. Nice auf jeden Fall. Mein Vater hat auch die mal getragen. Weiße Socken, Birkenstock, ja. Ich selbst habe auch Birkenstocks, aber Birkenstock, aber nicht mit so zwei Schnallen, sondern einmal so ein komplett zu. So. Aber juckt keinen, ne? Gut, das.